Ja, hallihallo, ich stehe hier vor der Autovermietung und mit unserem gemieteten Auto. Warum stehe ich hier? Das ist jetzt auch eine Überraschung für den Lars. Ich überfordere den, glaube ich, ein bisschen. Ich habe uns ein anderes Mietauto organisiert und das zeige ich euch jetzt mal. So, dann sag mal hallo. Hallo. Das ist der Besitzer, der spricht auch Deutsch. Das ist sehr praktisch, wenn man eben hier ein Auto mieten will. Das ist ja der Dacia, den wir davor hatten und der war auch echt gut. Aber der Kofferraum war ein bisschen klein und jetzt haben wir den Ford Connect, den hat er mir jetzt quasi organisiert und hier ist jetzt ein riesengroßer Kofferraum und damit kann ich jetzt wieder schön einkaufen gehen. Und was ich auch super geil finde, er hat Schiebetüren. Das liebe ich ja auch sehr, da kann nämlich kein Kind die Tür gegen das Nachbarauto hauen oder gegen die Wand oder sonst. Ja, und jetzt zeige ich euch, was für mich halt total wichtig ist, und zwar, dass ich diesen Einkaufswagen hier einfach ganz einfach hier hinten reinstellen kann, ohne irgendwas rüberzuheben. Hier ist keine Kante, sonst musste ich das immer vorne auf dem Beifahrersitz machen. Und das ist für mich immer total anstrengend gewesen, musste das da reinquetschen. Und das ist halt auch cool, dass man hier einfach so eine Dings hat und man kann es zumachen, man kann es wegmachen, wie man es gerade braucht. Und hat nicht immer diese doofe Heckablage. Für uns ist halt mit 5 Personen ein großer Kofferraum total wichtig. Tada! Ja, die Alexandra hat ja toll sich um das Auto gekümmert in Alanya. Wir sind immer noch in Hessen und wir hatten gestern einen Autounfall. Wir waren im Süden von Deutschland unterwegs, in Nagold, das ist in der Nähe von Pforzheim. Das glaube ich, gehört zur Gemeinde Pforzheim. Das weiß ich jetzt, weil wir die Polizei rufen mussten. Also uns ist ein Auto hinten an einem Kreisverkehr reingefahren. Der ist rausgefahren aus dem Parkplatz, hat nicht nach vorne geguckt, war ein bisschen irgendwie, vielleicht war es auch zu warm, ja. Und ist uns voll hinten reingefahren. Jetzt haben wir einen Schaden an der Stoßstange. Und dadurch, dass er auch einen Firmenwagen hatte und ich habe ja einen Mietwagen, mussten wir ja die Polizei rufen. Hat eine Stunde gedauert, bis die Polizei da war. Hat aber den Fall aufgenommen und er hat auch zugegeben, dass er uns reingefahren ist. Musste dann 30 Euro bezahlen. Also sie haben das jetzt protokolliert. Das muss ich heute Abend alles noch der Mietwagenfirma schicken. Und ich hoffe, dass wir morgen zurückfliegen können. Das ist nämlich noch fraglich, weil unsere Reisepässe sind noch nicht fertig. Wir gehen jetzt aber hier mal aufs Bürgeramt und fragen mal, wie lange es dauert oder ob sie irgendwo rumliegen. Wir haben jetzt 3,5 Tage, nachdem wir die beantragt haben und im Expressverfahren. Wenn wir Pech haben, müssen wir umbuchen oder den Flug stornieren. Es gibt sowieso jetzt ja Riesenchaos an den Flughäfen, weil ja das Lufthansa Bodenpersonal gestreikt hat. Und ja, mal gucken, ob wir hier wieder wegkommen, ohne große Mehrkosten zu zahlen. Drückt uns die Daumen. Wir gehen jetzt mal aufs Bürgeramt und gucken mal, ob wir die Pässe kriegen. Wenn die jetzt nicht da sind, dann muss ich wahrscheinlich schon heute Abend mal mit der Fluggesellschaft reden, weil morgen haben die hier nur bis 12 Uhr auf und es kann sein, dass das dann gar nicht ankommt. Also wir fragen jetzt einfach mal. So, ich bin eben gerade, weil ich filmen wollte, die Treppe runtergefallen. Ich werde euch diesen kleinen Clip jetzt mal einblenden. Autsch! Vorsicht, deine Brille. Ja. Da habe ich die Stufe nicht erwischt. So, während ich das hier aufnehme, sehe ich gerade, ich blute an ein paar Stellen. Tja, zum Glück nichts Schlimmes passiert. Professionell abgerollt wie ein Stuntman. Wir hatten Glück. Die sind gerade gekommen und wurden gecheckt. Alles gut, wir haben die Reisepässe. Wir können wieder zurück. Und jetzt muss ich mich erstmal verarzten. Ich habe eben gerade beim DM Pflaster gekauft, weil ich dachte, oh, könnt ihr mal ein Pflaster kaufen? Wäre ganz gut. Und die brauche ich auch gerade. Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Deutschland. Ja, langsam reicht es uns. Heute, wenn alles klappt, reisen wir wieder zurück. Leider habe ich mich ein bisschen schwerer verletzt bei meinem Sturz, als ich gehofft hatte. Mein Fuß, mit dem ich immer mal wieder Probleme habe, da bin ich so draufgefallen. Und der ist jetzt wieder dick geworden. Ich hatte zum Glück die richtigen Tabletten mit, aber ja, Probleme beim Laufen, bisschen auch Probleme beim Autofahren. Es geht noch. Ich werde auf jeden Fall schaffen, zum Flughafen zu kommen, mit dem Mietwagen abzugeben, zum Schalter zu humpeln und dann hoffentlich gut rüberfliegen zu können. Ist halt immer doof, wenn man den dann belastet, wenn man den sich so ein bisschen angeknackst hat, dann wird er auch immer dick und zum Glück habe ich große Schuhe dabei. Naja, Herausforderung, bevor wir nachher hier abreisen, ist halt hier wirklich diese ganzen Sachen hier einzupacken und das in den Koffer. Ich habe gestern nochmal bei Sun Express online und mit Hilfe des Kundenservice am Telefon nochmal extra Gepäck dazu gebucht. Also wir haben nochmal 10 Kilo dazu gebucht, weil am Schalter, wenn du 1 Kilo drüber bist, zahlst du
10 Euro pro Kilo drüber. Also wenn du 10 Kilo zu viel hast, hast du 100 Euro. Und wenn du das vorher machst, hat es jetzt 44,99 gekostet. Also wir haben insgesamt 60 Kilo. Wir haben zwei große Koffer. Und ein Koffer darf bei SunExpress maximal 32 Kilo wiegen. Also muss man gucken, dass man so ungefähr 30 Kilo in den einen Koffer, 30 Kilo in den anderen Koffer. Und ich hoffe, es geht. Die Alexander hat relativ viel Stoff zum Nähen bestellt, der so rüber. Jersey-Stoff kriegt sie da drüben nämlich nicht. Das sind schon 9 Kilo. Wir haben auch vegane Wurst, die wir mit drüber bringen. Das sind auch so 2 Kilo mit einem kleinen Kühlakku und einer Kühltasche. Bücher, Karten, so Zauberkarten, mein Sohn, mein kleinerer Sohn zaubert, ein paar Supplements, Kabel, so Sachen, die man nicht gut kriegt. Wir haben auch noch gestern Schuhe gekauft für meinen großen Sohn, der hat ja Schuhgröße 49 und so Sachen. Also immer wenn wir drüben sind, bringe ich eigentlich mindestens mal 50 Kilo mit rüber, mit Sachen, die man vielleicht noch hat vom Haus, die wir halt aufbewahrt haben oder neue Sachen, ja. Genau, drück mal die Daumen, dass wir das alles in den Koffer kriegen. Ja, wir sind raus aus dem Airbnb, war total cool da. Sind tanken gefahren, haben das Auto bei der Mietwagenfirma abgegeben hier am Flughafen. Mussten dann eine längere Fahrt machen mit so einer Bahn von Terminal 2 zu Terminal 1. Haben uns sehr nette Bundespolizisten gesagt, wo es lang geht. Waren wirklich sehr nett, wenn ihr das guckt hier. Hallo, hat das letzte Mal, einer kannte mich sogar bei der Passkontrolle. Und jetzt sind wir hier in Halle C, wo auch SunExpress fliegt. Und das, was einem die Leute alle raten, ist völliger Bullshit. Es tut mir leid, ja. Dann kommt möglichst viel. Wir sind jetzt dadurch, dass wir gut durchgekommen sind und dadurch, dass wir auch irgendwann aus dem Airbnb raus mussten, sind wir jetzt über 3 Stunden vorm Flug hier. Ja, und jetzt sind wir dann in die SunExpress-Ecke gegangen und unser Flug ist noch lange nicht zum Check-in bereit. Man kann auch nicht, das hatten uns nämlich Leute erzählt, ja, man kann bei den Online-Check-In-Schaltern kann man das Gepäck für jeden Flug abgeben. Und ich habe eben gerade gefragt, nö, das funktioniert nicht. Ich muss warten, bis der Flug selber da ist. Ne? Also das ist halt totaler Bullshit. Wir stehen nicht mehr auf dieser Anzeigetafel drauf. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier mindestens noch mal eine Stunde warten, bis wir überhaupt in die Nähe von diesen Schaltern gehen können. Weil jetzt stehen die für Izmir an und noch irgendwie Trabzon. Und Antalya ist überhaupt nicht mehr auf der Tafel. Also das ist natürlich völliger Schwachsinn, ja, dann so früh zu kommen und jetzt im Endeffekt das Chaos, was man hier so leicht sieht, nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, sind einfach nur Leute, die zu früh da sind und die natürlich nicht abgefertigt werden. Also finde ich total falsch kommuniziert. Die müssten doch sagen in der Presse, kommen Sie pünktlich, aber nicht zu früh. Weil es bringt ja nichts, ich kann ja nicht zu der Sicherheitskontrolle, die ist hier erst nach dem Einchecken. Ich muss ja erst mal mein Gepäck einchecken. Also das ist alles falsch kommuniziert, ich verstehe das nicht. Ne? Kommt mir wieder so vor, als ob sie absichtlich den Chaos an den Flughäfen haben wollen. Weil SunExpress selber hatte mir eine Nachricht geschickt, wo drin stand, kommen Sie 3 Stunden vorher. Und das ist jetzt, aber wir stehen nicht mehr auf der Karte. Naja. Habt ihr schon mal wegen Gewitterwarnung eine Stunde im Bus warten müssen, auf dem Rollfeld, kurz vor eurem Flugzeug? Ich schon. Ich schon. So, jetzt geht's rüber. Oh Gott, ey.